So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Show zu Diablo. Path of Diablo Mod. Hä? Ich habe da neue Handschuhe gefunden mit mehr MF. Die sind halt nicht so gut geschützt, aber MF ist schon wichtig für den Anfang. Wir brauchen eine Grundausrüstung von Ausrüstung. Und ja, ich habe ein paar Sachen rausgenommen, habe ein paar Sachen noch gefunden. Zu einer Kaverne, ist eine Nebenkaverne in den Frost, ja. Sage ich gleich mal. Frozen Way oder so etwas. Ah, Crystalline Passage. Gut. Wir müssen aber zuerst beschwören. So. Also die Maps dann am Schluss. Die sind das meiste, was natürlich von Path of Exile nach, also kommt, oder? Und vor allem die Skills und ja, zum Beispiel AOE auf einem Treffer. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. AOE Splash, glaube ich, oder? Ja, werden wir dann im Path of Exile Let's Play für das neue Addon mit den 6 neuen Akten auch dann haben müssen. Das werde ich auch noch ein bisschen vorbereiten und dann euch zeigen. Hä? Da die Gegner hier zäh sind, muss ich viel mehr Mana investieren. Das ist klar. Aber ja. Oh, ja, genau, von denen haben die Raben zu wenig Wirkung. Also, die Skills wirken nicht so gut auf die. Ich würde sicher, wenn ich ein paar Ausrüstungen habe für den Colt-Druiden, dann schon switchen. Weil immerhin Colt ist, oder? Da haben wir natürlich nicht mehr so viel MF, aber ja, gut. Ja, die sind ja auch noch so. Also immer rückwärts laufen und Raten beschwören. Dann geht das schon gut. Nie zu denen hin oder sie hinlassen, dass sie hinkommen. Nein, nein. Also dieser unterirdische See, gefrorener See, der schlingt sich so ein bisschen hindurch und müssen den optimalen Weg finden. Und der ist wirklich rechts herum. So. Noch ein Level haben wir dann, ja? Ich tue jetzt auf Stärke statten. Weil ich da noch eine Ausrüstung brauche. So. Wieder auffrischen. Gut, dass es hier Tränke gibt. Aber er hat noch eine Aura, die nicht so weit reicht. Das ist wirklich, naja, ein bisschen nervig, wenn wir zu ihm gehen und dann geht er wieder weg und so weiter. Aber ja. So, jetzt alles links bleiben. Es geht wieder nach links, der Fluss. Wieder nach rechts. Sieht nach rechts aus. Komisch. Dann macht er doch ein S vor. Ja. Gut. Der Boss da. Also das war ein Elite-Gegner, so wie es heißt. Ist ja ein bisschen nervig wegen dem Colt. Colt-Verzauberung. Ist es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und das ist Fluch. Kann schon sein. Könnte auch Verlangsamungsaura sein. Also, ja, gibt sie gar nicht. Gibt sie ja nur in
Kopf auf Hexe, hä? Nein, es ist, glaube ich, Cold. Der hat mich immer ein bisschen genervt. Der Slouch. Es ist ja die Ice Hour, die Slouch, genau. Ah, schön, Lava. Mal aufgefüllt, nicht Lava aufgefüllt. So. Gut. Jetzt haben wir gut Rampen. Einfach abhauen wieder. So, wie heißt er? Hat er irgendwo einen Namen? Da, Frostenstein. Er heißt auf Deutsch Stein. Froststein wahrscheinlich auf Deutsch. Ja? Gefrorener Stein. So. Da ist schon Cold ihm nun. Dann machen die Raten halt nicht mehr so viel Schaden. Ja? So, was brauchen wir noch? Einen Mana-Trank. So viele Gegner hier. So. Die anderen werden immer überrascht, die wissen gar nicht mehr, was das ist hier. Es ist Wahnsinn, wie die Leute einfach keine Lust mehr haben, so das Spiel durchzuspielen. Und schon noch solo fast. Eben das ständige Gerasche geht mir auf den Zeiger. Weil ich habe damals gespielt, als das Rushen das noch publiker war, also die Leute haben immer nur noch mehr gesagt, ja komm, rasch mich, rasch mich, rasch mich. Da wirst du sauer. Da geht's wirklich. Ah, ich muss wieder zurück, stimmt. So. Aber das Hauptproblem war, dass ich einfach mal das Spiel nicht mehr gefunden habe und dann konnte ich nicht mehr spielen, aber weitergespielt hätte ich das natürlich schon noch mehr. So. Gut. Der eine Ork ist kaputt. Gestorben. Genau, der da. Hä? Der war da? Okay, dann habe ich ihn einfach nicht gesehen, kurz. Oder war nicht hingespawnt. Also, dann rein. Der kann man, ja, lesen und dann geht er weg. Und nicht essen, lesen. So. Weil jetzt kommt das Coole, das möchte ich natürlich mit euch machen noch. Ja, das geht noch gut in die Zeit. So, hier gibt es auch einen Gegner, den man immer wieder machen kann, solange man Nilatak nicht tötet. Aber kann man Nilatak, muss man Nilatak nicht töten, um weiterzukommen? Was gibt er denn als Belohnung, glaube ich, irgendwie Sockel? Nein, nicht Sockel rein. Sockel rein war eine, ist glaube ich die zweite Quest mit den Barbaren. Da bekommen wir, glaube ich, Namensbenennung, genau. Ich glaube, wir müssen Nilatak machen, hä? Ich glaube, der gibt da nicht so viel Loot. Wo ist er denn? Da. Da kommen jetzt alle die Dinge auf. So, zum Glück keinen Schaden bekommen. Die anderen können wir da lassen. Und ja, müssen wir irgendwo den Weg finden. Der kann oben, links unten oder rechts unten, glaube ich, sein. Gehen wir hier direkt runter. Dann links. Und danach oben. Schauen. Die können halt immer wieder auferstehen.
Deshalb einfach durchlaufen, ne? Nicht warten, bis die wieder aufkommen. Knowledge Stuff möchte ich mal mitnehmen. So. Sehe ich nicht der richtige Weg. Ich gehe jetzt einfach mal nach Norden. Immer Richtung oben. Bisschen mehr Mana-Tränke bitte spawnen. Weil das haben sie wahrscheinlich ein bisschen genervt. Also weniger Mana-Regeneration und so gemacht. Ja. Schon ein bisschen nervig, aber ja. Sie wollen Herausforderungen und tun sozusagen die Mods einfach immer wie nerviger machen. Sie sollen lieber andere Sachen stärker machen. Und zum Beispiel mehr Leben bei den Gegnern. Ist ja auch so eine Sache. Da hat man einfach keine Lust mehr, manche Sachen zu machen. Tja. Balancing ist halt schwer. Und wenn man es nicht kann, dann haben die Leute auch nicht so viel Spiellust. Weil die Herausforderung ist nicht, ja, viele Mana-Tränke zu trinken. Das ist keine Herausforderung. So. So eine nervige Sache. Also, jetzt gehen wir doch mal wieder runter, weil es einfach zwei Gegner gibt. Eingänge gibt. So. Doch nach Norden direkt. Ja komm, wir gehen mal nach Norden. Oh, der Polex. Mit Level 40. The Battle Branch. Tja. Attack Speed. Cool. Ja. Ich war draußen und hab dann noch mitgenommen. Hä? Das ist Spiel nicht mitgekommen, hä? Der AOE sieht man auch gut von den Rampen, dass sie mehrere Gegner auf einmal treffen. Und? Nein, wir haben kein Glück. Zurück, zurück, liebe Leute. Wir gehen nach unten. Wie würde es aussehen, wenn es in Diablo 3 die Sachen in Diablo 2 wären? Also wirklich, zum Beispiel die Festung von Akt 3, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Da rechts ist es. Oder zum Beispiel in Akt 2, das Kloster, so richtig. Einfach in 2D gemacht. Nein, es ist nicht hier. Aber hier können wir mal beschwören. So. Ein Frozen, wer sind der Pfeiler, genau. Jo. Und Smile Schild, das ist wahrscheinlich nichts. Ja, das ist der, was ich immer habe. Kandans Schild, glaube ich, oder so etwas. Katan. Die Reise nach Katan. Also jetzt weiß ich ja, wo es ist. Der Eingang und dritte und letzte. Ah, ist hier nicht noch ein Portal? Das ist ein Waypoint. Weil wir dann nicht mehr hinkommen, muss ich das Portal noch holen. Also hier links kann das Portal sein, ist es aber nicht, glaube ich. Ist zu nah am Ausgang. Das ist die nächste Ebene. Dann kann das Portal noch rechts sein. Ja, es ist wahrscheinlich rechts.
Mehr Eingänge weiß ich eigentlich nicht. Also, wo die Portale sind. Nicht Eingänge. Also einfach hier rechts. Oder gibt es doch zwei, einfach rechts zwei? Kann schon sein. Aber das sind so Sachen, die weiß ich noch. Vor allem von Mods. Weil du da auch sehr viel farmen kann. So. Da oben. Sollte es sein. Weiter unten. Ja, jetzt muss ich denken. Da links, rechts, ja. Ah, hier in der Mitte ist ja auch noch eins. Das war in diesem Mod gar nicht. So, hier. Ah, doch ganz selten, aber das habe ich jetzt wirklich nicht so herausgesehen. Ja, wir hätten hier gleich nach Norden sollen. Genau nach oben. So. Ah. So nicht, der hat es mitgenommen. Komisch. So, nehme ich nochmal den kleinen Wolf mit. Den schwachen. Jetzt ist es in einer von vier Richtungen. Ich gehe nämlich nach unten zuerst, dann nach links. Jetzt soll ich mal nach rechts gehen, ja? Wenn es hier nicht ist, natürlich. Ja, es ist hier. Wunderbar. Jetzt haben wir wenigstens Glück. So, bis wir dann bei ihm sind, ohne dass er mich dabei explosionen kann. Wir schieben ihn ein bisschen weg, habe ich so das Gefühl. Noch ein bisschen. Sehr gut. Ja, das ist Eisenharz Rüstung. Die kenne ich. Er ist tot. Also ich glaube, es geht doch, dass wir den nicht besiegen sollen müssen und weiterkommen. Aber ja, ich kann noch nicht so gut farmen. Ich gehe zuerst in die Hölle und farme dort dann. Oder in Albtraum mache ich schon nicht und farme dort auch ein bisschen hier. Ja. Also es ist nur eine Ebene. Ich könnte auch immer wieder zurückgehen. Farmen ist ja eigentlich schon gut. Also mache ich wirklich den Bär zuerst und dann Hurricane. Es ist nur 14 Sekunden. Einsetzen werde ich es wahrscheinlich nicht. So, dann haben wir R, T. Haben wir T? Ja, dann mache ich T. Ah, da ist T. Z. Der Bär. Als Belohnung für Neil Attack. So. Ah, und jetzt haben wir genug Stärke auch für für die Zweihandwaffe, die Stangenwaffe, genau. So. Ich könnte hier noch kurz groß machen. In normal, hä? Normaler Topas, so. Hello. Evening. Ja, und die, die wir befreit haben, gibt uns personalisieren. Das können wir verkaufen. Ja. Kleglaus, Klo ist das. Haben wir noch nicht, ja. Ich sammle jetzt einfach mal ein bisschen, um zu schauen, was ich so doppelt habe. Deshalb nehme ich das mal noch mit. Jeder andere würde es natürlich verkaufen.
Life Stolen. Nee, ist zu schwach. So. Wir haben 20, machen wir noch ein bisschen weiter. Und zwar hier, Kristallpassage, müssen wir einen anderen Weg finden. Zum Beispiel hier rechts. So. Immer diese Fallen. Jetzt muss ich nur eine Feuerfalle. Diamant. Diamant ist nicht so ein beliebter, also natürlich die Resistenzen. Aber er tut schon einen Diamant, eine Rüstung. Naja. Da, ja, Glacial Trail. Dann haben wir noch eine Ebene vor uns und dann sind wir bei den Urahnen, Weg der Urahnen. Und können wir die Urahnen dann im nächsten Part sehen. Hä? Gehen wir kurz vorhin dorthin. Zum Portal. Ja, wurde einfach umgebracht von diesem. Der arme Söldner. Ich soll ihn wieder mitnehmen. Ah, genau, wegen den Stacheln halt noch. Die wirken auch nach dem Tod von denen noch. Weil sie einige Zeit brauchen, bis sie rauskommen. So. Okay. So, der. Weiter geht's. Ich tue jetzt hier mal noch ein Vapet hin. Oh, Kultresistenz auf Maximum. Schön, durch die Zauber, die Charms, einfach mal ganz gesteckt. So, sollte eigentlich nicht so weit weg sein. Ja, die lasse ich jetzt mal sein. Naja, die Eismonster bekommen halb so viel Schaden. Wenn sie sehr resistent sind, oder? Nein, mehr. Weniger Schaden, hä? Weil es ja mehr Schaden ist, was Kult ist beim Raum. So. Tja. Die Nerven. Aha. Da kommt einer von einer. Teleportiert wahrscheinlich. Ja, wenn ich mehr Zeit habe, dann noch ein bisschen MF zu machen, dann mache ich das natürlich bei Niletag und bei Baal. Und dann bei Andariel. Ah, genau, das ist der. Wie heißt der? Bonesurfbreaker. Knochensäge. Brecher. Was für ein Name. Ein Juwel. Bist du nicht so großzügig da, hä? Schade. Ja, sie tauchen wieder auf, aber nur die normalen. Die besonderen Monster, nein. Die haben keine Lust, natürlich. Auch aus Balancengründen. Oh ja. Da könnte Schaden machen. Macht aber nicht. Champions, das könnte wirklich der Durchgang sein. Das Extra-Gebiet, meine ich.
nicht anders. Dann nach unten. Ja? Oh ja, nochmal ein Bossmonster. Also ja, Bossmonster. Es gibt immer diese Elite. Ja, Elite-Monster sind es. Die einfach stärker sind und diese Fähigkeiten haben. Diese besonderen Verzauberungen und so Sachen. Ich mache dann einfach bis zum Uranweg und weiter. Weil sie langsam die Zeit für das Video überschreitet, oder? Ich hoffe, ich kann euch das noch zeigen, wie es dort ist. Es ist wirklich nur dieses Gebiet, dieses Außengebiet hier. Dieses Außengebiet mit den Monstern. Ja, andersfarbige Kobolde. So. Gut, auch die Champions. Jetzt müssen wir schauen, ob es nach links geht oder nach oben. Ja, es geht nach oben, hä? Bleiben wir außen, damit die Wahrscheinlichkeit für viele Monster ein bisschen sinkt. So. Mal durch. Ja, eine Nova. Ja, wenn wir gleich beim Mana-Trank sind, können wir gleich die wieder beschwören. Damit sie noch ein bisschen mehr tanken könnten. So. Und dann sind wir gleich bei dem Weg der Urahnen. Das hat eine Bedeutung, ne? Die stärksten Barbaren, die den Weg zum Weltsteinturm bewacht. Bei Diablo 3 weiß man dann noch etwas über den Weltsteinturm, das dann da im Krater ist. Boah, eine Fliege. So. Der Weltsteinturm hat sozusagen die Seelen, die gestorben sind, wieder auf die Welt gebracht. Als Dämonen und Untote. Ja. Immer Gegner kommen raus, wenn man irgendwas zerstört. Da hat so die Welt ein bisschen verändert, also. Gibt da halt ein paar Sachen, die halt nicht so gut für die Menschen sind. Ich glaube, hier kommen nie raus, ja? Ja. Immer vor dem Turm kommen keine raus. So. Dann ist es 30 Minuten, ja? Dann gehe ich noch zum Waypoint und im nächsten Part geht es dann mit dem Weltsteinturm. Und ich farm noch ein bisschen, ja? Bis dann. Tschüss.